So, weiter geht's mit Pokémon TCG 2. Und ja, wir starten direkt gegen Victoria und sie verlangt ja, dass unser ganzes Deck voll mit Psycho-Energiekarten ist und keine andere Energiekarte darf drin sein. Und ich habe auch ein Deck gebaut, was auch nur mit Psycho-Energiekarten ausgestattet ist. Selbstverständlich auch mit Pokémon-Trainerkarten. Und ich hoffe, dass wir es schaffen, gegen Victoria gut dazustehen. Schauen wir mal. So. Ja, ich habe einen Meisterball auch noch gezogen. Schauen wir mal direkt reingetan. Wir haben nur zwei Traumatus-Bonds auf der Hand. Ist nicht gerade gut, aber dafür haben wir Hypno. Auch bei uns. Gar nicht mal so schlecht. Und wir dürfen selbstverständlich nicht anfangen. Das kennen wir ja schon zu gut. So. Ein Gegner hat einen Psyduck und kann direkt eine Karte ziehen durch die Attacke, die er gerade eingesetzt hat oder die sie gerade eingesetzt hat. Und ich würde mal sagen, wir gucken mal, was sie denn so alles in der Hand hält. Ein Abra. Eine Psycho-Energie, ein dunkles Kadabra, ein dunkles Sinsala. Und eine Energie-Retrieval. Und diese Karte können wir nur auswählen, um das wieder zurück ins Deck zu mischen. Und wir setzen nochmal direkt einen Meisterball ein, um ein Pokémon reinzuholen. Und wir haben direkt einen Mewtwo. Ein Enton. Das war's auch schon. Ist doch klar, dass wir direkt einen Mewtwo nehmen. Das direkt auf die Bank setzen. Machen wir noch direkt ein Bill, um zwei Karten zu ziehen. Wir geben direkt eine Psycho-Energie. Hypno braucht drei Stück. Und wir machen hier direkt Pfund. 10 KP Schaden, du bist dran. Victoria. Ach, so. Jetzt kommt das aber auf das Feld. Energieabsorger hast du direkt gezogen, ne? Na klar. Arschloch. So. Wir haben direkt einen Sinsala gezogen, aber damit kann ich leider nichts anfangen. Deswegen greifen wir direkt weiter an mit Pfund. Können nicht so viel Schaden machen. Aber dafür die ganzen Abras, dass sich jetzt auch zu Kadabra weiterentwickelt hat. Ist ein bisschen doof, weil ich komme immer nicht so richtig voran. Versuchen wir es mal zu verwirren. Was natürlich nicht klappt. Hätte das gedacht. Ach, mein Gott, ey. Ich und meine... Oh, shit. Jetzt ist auch noch direkt das Sinsala draußen. Und direkt Sinsala draußen. Oh, nein, oh, nein, oh, nein. Wir haben verloren. Wir haben verloren. Wir können nichts machen. Ich habe keine Tränke. Nichts da. Alles weg. Demzufolge kann ich direkt den Save State nochmal neu laden und das nochmal von vorne versuchen. Ist echt doof gelaufen gerade. Dadurch sparen wir uns echt die Zeit, weil. Nee. Wir können nichts machen, wir haben keine Energiekarten, wir haben nur ein scheiß Traumato, was nichts kann. Hat das Insula natürlich volle freie Bahn. Wieso habe ich einen scheiß Relaxo nur auf der Hand? Ach komm schon, nee. Komm schon mal von vorne an. Sorry, aber die Hand ist ja beschissener, als es gibt, ey. Mann! Naja. Naja. Gucken wir mal. Wieso darf ich nicht anfangen, ey? Diese Münze, ey, ich brech die gleich auseinander. Das ist doch behindert. Mann, das regt mich auf, dass ich immer wieder diese scheiß Zahlkacke werfe. Mann, das ist doch doof. Richtig kacke. Behindert. Gott, ey. So, wir ziehen erstmal fröhlich unsere Karten. Mein Gott, ey, diese scheiß Energieabsauger. Boah, ey, das ist.
Oh. Boah, da krieg ich echt, da krieg ich Plack am Sack, ganz ehrlich. Meine Fresse, ey. Na, Zonnerprofessor Eichen anzuhalten ist gerade sehr scheiße. Na, okay, ich versuche das Mewtwo mal mit Energiekarten zu füttern. Und ich hoffe, dass wir mit Mewtwo gleich schön draufhauen können. Weil mit Anton kann ich gar nichts anstellen, weil Anton kann nicht angreifen. Es kann nur Karten ziehen. Weil ich darf ja keine Wasserenergiekarten reintun. Das sieht jetzt natürlich ein bisschen anders aus. Wie viel brauchst du? 3 Stück. Okay. So. Ach komm. Ey, ohne Scheiß, diese Energieabsauger-Karten, ne? Das ist... Ne. Ich hasse diese Karte. Übertrieben. Das ist unglaublich. Vielleicht kriegen wir es da so hinausgezögert, dass die nach Deck tot stirbt. Dass sie keine Karten mehr ziehen kann, das ist auch nicht schlecht. So. Wir machen mal. Ich würde mal sagen. Professor Eich, komm. Ich lasse das Mewtwo noch auf der Bank. Das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Ich behalte es mir für später auf. Relaxo. Und noch ein Mewtwo. Das ist gut. Legen wir mal beide auf die Bank. Ich glaube, die habe ich schon ausgespielt, die Energiekarte. Deswegen kann ich sie gerade nicht ausspielen. Natürlich werfen wir Zahl. Ist ja mal sowas von klar. Ja, das wird jetzt wirklich ein Spiel auf Zeit. Weil ich glaube nicht, dass wir... Dass die jetzt wirklich auch austauschen will. Sie will, glaube ich, auch ihre Karten sammeln. So, tun wir das andere Mewtwo auch noch ausstatten mit Psychoenergie und wir lassen wieder diesen Zug ausfallen. Ein Lamus. Sie kann es ja schon mal versuchen, mich anzugreifen. Weil ich kann ja schon mit 2 Mewtwos angreifen jetzt in dieser Runde. Nein, was mach ich denn? Egal. Wir greifen mal mit Third Eye an, also mit dritten Auge. Werfen wir die Karte weg und dann können wir 3 Karten ziehen. Psychoenergie, Phlegmon und Energieabsauger. Ja, die Karte habe ich auch. Wie du mir so stier. Mit diesem Motto werde ich jetzt die Energiekarte aus, die Energieabsaugerkarte ausspielen und eine Energiekarte von Kangama klauen. Ja, ich werde doch gleich das Abra weiterentwickeln, weil Enteron dient eigentlich hier nur noch als Pokémon, was auf dem Feld ist, aber nichts machen kann, quasi. Strategisch sehr sinnvoll, was ich gerade mache. So, ich denke mal, wir können es ja direkt schon mal weiterentwickeln zu Kadabra. Weil jetzt in dieser Runde wird wahrscheinlich das Kangama uns angreifen. Ja, mit Kometenhieb. 4x20 Schaden kann es uns zufügen. Mal schauen, wie viel.
Kopf sie wirft. 40 KP. Geht ja noch. Das heißt, eine Runde kriegen wir auf jeden Fall noch raus. So. So, das Enteron ist schon mal weg. Und jetzt würde ich mal sagen, werfe ich mal Kadabra raus. In die Arena. Also Togepi ist echt ein kleines Troll-Pokémon, würde ich mal sagen. Was kann Metronom? Heißt, ich kann eine gegnerische Attacke klauen. So, machen wir mal Super Psychokinese oder Super Psi. Ich glaube, das macht nur 40 KP Schaden. 20 nur. Hä? Ach, auf Psychopok. Ah ja, genau, jetzt. Ach komm, ey, Mann! Diese scheiß Energieabsorger-Kacke, das ist so behindert! Ja, willst du mich jetzt besiegen oder was? Genau! Wirfst du direkt. Du Missgeburt, ey, ohne Scheiß! Ah, komm schon, das ist doch behindert! Du mit deinem scheiß Münzwurfglück, ey, das ist. Nee! Das ist doof! Mann! Warte mal, Psy-Crash macht 10 Schaden für jede Psycho-Energie-Karte, die jedes gegnerische Pokémon drauf hat. So, jetzt müssen wir mal kurz nachrechnen. Gangamacho mal 4, das heißt 40. Dann 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Minus 30 sind 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Müsste eigentlich hinhauen. Ich mache mal ein Safe State, um zu checken, ob Psycrash genau diese Anzahl an Schaden macht, wie ich es gerade im Kopf berechnet habe. Ich bin in Mathe an sich scheiße, aber wir gucken mal. Ja, genau, 80 Schadenspunkte, perfekt. Weil das, ich habe extra dieses Mewtwo reingetan, weil wenn man schon nur Psycho-Energie-Karten hat, ne, dann kann man mit diesem Mewtwo auf jeden Fall schon richtig reinhauen. Aber leck mich am Arsch wie. So, es geht dieser ganze Scheiß schon wieder los. So. Meisterball. Machen wir mal. Ja. Ich kann eigentlich gar kein Pokémon gebrauchen von denen. Ich spiel einfach mal Alakazam, Alakazam. Oh. Kann ich ja nichts ausspielen. So. Checken wir nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 60 KP minus 13, 30. 40 KP Schaden kann ich hinzufügen. Ja, mehr als. Besser als nichts, ne? Weil die Super Psy-Attacke wird weniger abziehen. Und wieder Psy-Crash. Immerhin 30 Schadenspunkte. Jetzt macht es 40. Weil wieder eine Psycho-Energie-Karte beim Gegner gelandet ist. An sich eine coole Attacke gegen Psycho-Pokémon. Nicht schlecht. Ich werde mal das Relaxo mal füttern. Mit Energiekarten, damit ich es später auch einsetzen kann, wenn das Mewtwo fällt, wenn es besiegt wird. Jetzt kommt das Kadabra.
So. Haben wir das schon mal geklärt? Jetzt kommt hier Mewtwo rein. Jetzt haben wir schon wieder diese Simsala. Oh Gott, ey. Dieses Mewtwo an sich ist eigentlich gar nicht mal so gut, weil es macht fix 30 KP Schaden. Scheiß auf Schwäche und Resistenz. Demzufolge ist es nicht so wirklich mein Lieblings-Mewtwo und demzufolge habe ich es auch gar nicht im Deck. Aber ich glaube, dass dieses Mewtwo auch eine Psycho-Schwäche hat. Jawohl. Und ich glaube, dass wir mit Super Psy locker auskommen werden, denn ich glaube, dass die andere Attacke keine Schwäche beeinflussen lässt. So, jetzt kommt das Simsala. Das Simsala kann auf jeden Fall mein Mewtwo weghauen. Hat sie noch einen Preis und ich brauche noch einen Preis. Das heißt, das nächste Pokémon, was drauf geht, das wird auf jeden Fall den Sieg nach Hause nehmen. Und ich glaube, dass das dunkle Simsala, dass das dunkle Simsala eine Schwäche hat. Ja, hat es. Ich gucke mal nach, weil manchmal ist man sich da nicht so ganz genau sicher. Und jetzt müsste eigentlich dieser Attacke das Simsala besiegen. Mit 80 KP Schaden. Jawohl, perfekt. Doch noch gewonnen. Meine Fresse, ey. War das ein Match? Boah. Tut der Nacken schon weh. Und was ziehen wir denn diesmal? Schon wieder Rocket Sneak Attack. Die Karte ist gar nicht mal so schlecht. So. Nochmal ein normales Booster Pack mit Misasam drauf. Ein Glurak. Ja, ist okay. Ist okay. Speichern Bescheid. Was will der? ETF 6. 6 Nebulak und Alpollo muss ich mein Deck haben. Meine Fresse. Ah. Ich wollte schon sagen, noch nicht 6 von jeder Sorte. 4 Gengar und 2 Quatsch. 4 Apollo und 2 Nebulak würden auch reichen. Ja, ich würde sagen, wir sagen nein, weil ich habe das Deck noch gar nicht gebaut. Ich würde sagen, im nächsten Part werden wir das mal versuchen, mit einem Nebulak Apollo Gengar Deck gegen den zu gewinnen. Wird bestimmt sehr lustig werden, weil Gengar und so weiter, die sind schon gar nicht mal so schlecht. Weil die ja keine Schwäche haben. Das ist nämlich der Vorteil. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part, Leute. Haut rein.